war lang keine Besucher mehr hier. Niemand will mit ansehen, wie man uns rumkommandiert. Ich bin im Nebenzimmer, dreh die Anlage auf, damit ich nicht hören muss, wie er Mama missbraucht. Die Lehrer denken, ich wäre gestört. Wo hat der Kleine all diese Wörter gelernt? Darf man seine eigene Mutter hassen, weil sie zu schwach ist, um ihn zu verlassen? Wie da da, es wie da da, tief tief in der Nacht. Nebenan tobt ein Orkan, denn er ist wieder da. Sie trägt langärmlich, denn alles ist blau. Bald bin ich groß genug und dann halt ich ihn auf. Sie sagt, sie geht, doch das sind leere Worte. Er kriegt mal wieder eine letzte Chance. Ich hab mich nie gerecht, im Spiegel sieht mich ein feiger Hintern. Schwaches Selbstbewusstsein auf breiten Schultern. Wir bekamen ein Kind, als wir Kinder waren, mit 17 Jahren. Und seitdem ist alles schief gegangen. Niemand kapiert, was sie in mir sieht. Die Familie weiß, sie ist nicht gestürzt. Wieso schützt sie den Typ? Wieso lügt sie für ihn? Und dem Mann vom Jugendamt fall die Augen zu. Denn wir sind sein 25. Hausbesuch. Wie da da, es wie da da. Ich seh mein Spiegelbild an und ich seh mein Stiefvater, der Tyrann ist wieder da. Sie trägt langärmlich, denn alles ist blau. Bald bin ich groß genug und dann halt ich ihn auf. Sie sagt, sie geht, doch das sind leere Worte. Er kriegt mal wieder eine letzte Chance. Er verwechselt Respekt mit Angst. Sie glaubt fest daran, dass sie ihn ändern kann. Er sagt, es war das letzte Mal. Heute trägt sie ein bisschen mehr Make-up. Irgendwie hat er auch recht gehabt. Er kriegt eine letzte Chance, langärmlich, denn alles ist blau. Bald bin ich groß genug und dann halt ich ihn auf. Sie sagt, wir gehen, doch das sind leere Worte. Er kriegt mal wieder eine letzte Chance.